Guck mal, ich tippe hier einfach ein, ich will eine Website machen, die nach Eingabe des Geburtsdatums das aktuelle Alter anzeigt. Kannst du mir den Code dafür schicken? Ja, und dann schickt mir ChatGPT den Code in HTML und JavaScript. I don't know about you guys, but I'm impressed! Das ist jetzt noch nicht so beeindruckend. Why would it not be? Weil es solche Codeschnipsel natürlich auf vielen Programmieren-Lernen-Websites gibt und das einfach copy-pasted sein kann. Well, shit. Jetzt geht's aber weiter. Könntest du machen, dass das alles schöner aussieht? Also eine völlig unkonkrete Frage, aber trotzdem kriege ich daraufhin Code ausgespuckt, der ein tatsächlich schöneres Ergebnis liefert. Aber jetzt wird's wirklich verrückt. Jetzt schreibe ich nämlich, könntest du einen Kasten um die Geburtstagsabfrage machen und noch ein hoch- und runterhüpfendes CT3003-Logo einbauen? Ja, zack, neuer Code und das sieht dann so aus. Und jetzt wird's richtig crazy. Denn es stellt sich raus, dass die Website gar nicht funktioniert. Wenn ich das Ganze als HTML abspeichere und in den Browser lade, wird nie das korrekte Alter berechnet, da steht dann immer nur NAN. Deshalb sage ich jetzt zu ChatGPT, das Alter wird nicht korrekt berechnet, bitte korrigiere deinen Code. Ja, und das macht er dann tatsächlich. Und jetzt klappt die Berechnung auch. Und dann habe ich noch darum gebeten, einen animierten Sternenhimmel in den Hintergrund zu packen. Und das macht ChatGPT auch. Und ich muss offen sagen, also ich kann ein bisschen HTML, aber ich kann absolut kein JavaScript und ich hätte das so alleine ohne ChatGPT nicht hinbekommen oder ich hätte wahrscheinlich mehrere Tage dafür gebraucht. ChatGPT kann übrigens nicht nur programmieren, sondern auch Witze erzählen, Aufsätze schreiben und seltsame Dinge erfinden. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von AVM aus Berlin. Jo, AVM hat mir gerade die neue Fritzbox 5590 Fiber geschickt und ich kriege wirklich direkt deutlich mehr Durchsatz über WLAN, obwohl auch mein alter Router schon Wi-Fi 6 hat, aber halt nicht mit der 4x4 Antennenkonfiguration der Fritzbox 5590. Das Gerät arbeitet an Glasfaseranschlüssen, hat etliche Smart Home Funktionen eingebaut, unterstützt Fritz Apps auf dem Smartphone und obendrein ist es auch noch eine vollwertige Telefonanlage. Mehr Infos zur Fritzbox 5590 Fiber auf avm.de. Werbung Ende. Zuerst mal, was ist das überhaupt, ChatGPT? Es handelt sich dabei um ein sogenanntes großes Sprachmodell, also ein Large Language Model, also ein mit riesigen Textmengen trainiertes neuronales Netz. Wenn ihr detaillierter wissen wollt, wie sowas funktioniert, empfehle ich euch die CT-Uplink-Folge über GPT-3. Ja, und GPT-3, das kommt von der gleichen Firma wie ChatGPT und das ist OpenAI. OpenAI hat übrigens auch den Bildgenerator DALL-E oder DALL-E entwickelt und finanziert wird OpenAI unter anderem von Elon Musk und Microsoft. Ja, Elon Musk. Überall. Ja. ChatGPT ist zurzeit offen für alle und kostenlos zu benutzen. Man muss allerdings einen OpenAI-Account anlegen und da Mailadresse und Handynummer angeben. Während das ältere GPT-3 für Leute, die nicht coden können, noch etwas umständlich zu bedienen war, ist ChatGPT jetzt so simpel wie Google. Einfach eintippen, was man will und zack, Ergebnis. Und anders als Google spuckt ChatGPT wirklich eine konkrete Antwort aus und nicht nur Links auf andere Websites, wo man die Antwort vielleicht finden könnte. Schaut mal hier, wenn ich Google frage, warum der Himmel blau ist, dann kriege ich zwar direkt so eine hervorgehobene Antwort, die bezieht sich aber nicht konkret auf meine Frage. Jede Farbe hat eine andere Welle, ist auch ziemlich seltsam formuliert. ChatGPT dagegen liefert mir eine konkrete Antwort und das Tolle ist, ich kann sogar sagen, dass ich die noch einfacher haben will. Der Himmel erscheint blau, weil das blaue Licht vom Sonnenlicht stärker gestreut wird als die anderen Farben. Das ist doch echt eine ganz gute, einfache Antwort. Und wenn mir die zu einfach ist, bitte ich um eine detailliertere Antwort. Kann sogar Detailfragen stellen, zum Beispiel nach den konkreten Wellenlängen, worauf ChatGPT dann kontextbezogen antwortet. Also ChatGPT merkt sich, worum es in den vorherigen Fragen ging. Und auch das kann Google nicht, da muss ja jede Suchanfrage für sich stehen. Also kann Google jetzt echt dicht machen mit ihrer Oldschool-Suchmaschine? Nee, denn ChatGPT hat ein Problem und das sind die Fehler, die sich da immer wieder einschleichen. Hier zum Beispiel, da sagt ChatGPT, Heise Online wird von der Heise Media Group betrieben. Es gibt aber gar keine Heise Media Group, es gibt nur die Heise Medien GmbH und Co. und die Heise Gruppe GmbH und Co. Bei einer weiteren Anfrage haut ChatGPT einfach so locker raus, ich sei ein Kabarettist und Musiker, der durch seine Musik-Comedy-Shows bekannt geworden ist. ChatGPT, ich glaube, bei dem Thema bin ich Experte und das stimmt nicht. Das Ding ist, es reichen ja schon 5% Falschaussagen, um das ganze System ziemlich unbrauchbar zu machen. Denn man weiß ja dummerweise nicht, was genau falsch ist, wenn man sich mit einem Themengebiet eben nicht auskennt.
Bei Google gibt es natürlich auch viele falsche Informationen, aber da wird ja zumindest die Quelle angezeigt. Man kann also die Wahrheitswahrscheinlichkeit einigermaßen einschätzen. Einem peer-reviewten wissenschaftlichen Paper kann man vermutlich ganz gut trauen, einem Tweet von irgendeinem Honk auf Twitter eher nicht so. Ja, und ChatGPT zeigt leider eben nicht an, wo die Informationen genau herkommen. Diese Fehler passieren nicht nur bei Sachinformationen, sondern auch in Programmcode. Am Anfang des Videos hatte ich euch ja schon den nicht funktionierenden Geburtstagsrechner gezeigt. Ich hatte sowas Ähnliches schon beobachtet, als ich nach einer Website mit dem Bild eines springenden Raspis gefragt hatte. Beim ausgespuckten Code waren die CSS-Eigenschaften in einer Zeile falsch, weshalb das ganze Ding nicht funktionierte. Tja, aber ich habe dann ChatGPT seinen eigenen Code copy-pasted und gefragt, was daran falsch ist. Und ChatGPT hat dann tatsächlich den Fehler gefunden und korrigierten Code ausgespuckt. Das ist ziemlich cool, aber verlassen kann man sich darauf nicht. Ohnehin muss man natürlich sagen, dass das System noch in einem frühen Stadium ist und deshalb noch ziemlich unzuverlässig arbeitet. Viele Antworten brachen bei mir im Test mittendrin ab oder die Website funktionierte gar nicht mehr. Ich hatte auch schon, dass ChatGPT mir sagte, es könne gar keinen Code generieren, obwohl es das ja nun nachweislich schon ziemlich gut gemacht hat. Außerdem habe ich ihm auch schon eine Argumentation entlockt, warum das CT-Magazin besser ist als Linus Tech Tips. Und als ich das dann wiederholen wollte, kam nur so vorsichtiges Blabla, so von wegen kann man ja nicht vergleichen. Disclaimer, ich finde LTT natürlich genauso super wie das CT-Magazin. Ich habe nur rumprobiert. Naja, ohnehin versucht ChatGPT sehr stark zu vermeiden, dass man den sogenannten Algorithmic Bias erkennen kann. Also diskriminierende oder rassistische Aussagen, die zweifellos im Trainingsmaterial drinstecken. Außerdem beantwortet es keine Fragen nach Tipps für illegale Aktivitäten. Hä? Was? Professionelle Hilfe? Okay. Naja. Auf Twitter poppten immer mal wieder Workarounds auf, wie man diese Sicherheitsfunktionen außer Kraft setzen kann. Diese Sicherheitslücken werden aber offenbar sehr schnell behoben. Ich konnte jedenfalls keine Bombenbauanleitung aus ChatGPT rauskitzeln. Hier meldet sich mal ganz kurz Keno aus der Zukunft. Ich habe gerade noch was echt Verrücktes ausprobiert. Ich habe ChatGPT nämlich gesagt, er soll sich so verhalten wie ein Windows-Terminal. Ja, und das macht er dann auch. ChatGPT denkt sich ein Dateisystem aus, also irgendwelche Dateien, die da drauf sind, irgendwelche IP-Adressen. Es halluziniert also einen ganzen Computer. Das ist abgefahren, oder? So, jetzt wieder zurück zum Video. So, aber jetzt endlich wieder unernst. ChatGPT kann nämlich nicht nur Sachfragen beantworten, sondern auch kreativ sein. Schau mal hier. Denke dir lustige und kreative Namen für einen YouTube-Channel aus, der sich mit Schokolade und Synthesizern beschäftigt. Zack. Und hey, Chocotron finde ich sogar echt gut, muss ich sagen. Oder The Cocoa Keys auch. Aber warum ist das auf Englisch auf einmal? Aber kann man ja einfach sagen, Kommunikation ist wichtig in einer Beziehung. Ja, und dann wird das Ganze ins Deutsche übersetzt und leider funktionieren die Wortspiele nicht mehr so gut. Zumindest kann ChatGPT auch direkt ein Skript für ein Video dieses seltsamen YouTube-Kanals erfinden. Und ganz ehrlich, das ist sogar einigermaßen charmant. Während die Torte im Ofen ist, nehmen wir unsere Synthesizer und spielen einen süßen, schokoladigen Soundtrack dazu. Also ich glaube, ich würde mir das angucken. Ja, und ChatGPT kann auch Kreativität und Sachinformationen verbinden, zum Beispiel in Form eines Essays. Hier hatte ich übrigens gedacht, dass ich das System ein bisschen austricksen kann, hat aber leider nicht funktioniert. Er hat das gecheckt. Aber trotzdem, wenn ich Lehrer wäre, würde ich vermutlich keine Aufsätze mehr als Hausaufgabe aufgeben. Das hier ist nämlich besser als das, was ich, sagen wir mal so, in der 9. Klasse zustande gebracht hätte. Vor allem kann man es unmöglich als Plagiat erkennen, denn es ist ja kein Plagiat, sondern ein zwar KI-generierter, aber ein Originaltext. Vor der Abgabe drüber lesen sollte man aber, dass Martin Luther das, was er da an die Tür genagelt hat, nicht 95 Theses genannt hat. Naja, das hätte ich vermutlich auch in der 9. Klasse schon gecheckt. Kurioserweise kennt ChatGPT den echten Originaltitel der 95 Thesen, aber offenbar hat es manchmal Erinnerungslücken oder so. Was ChatGPT übrigens überhaupt nicht kann, ist Humor. Das kommt raus, als ich nach einem Witz gefragt habe, in dem Martin Luther, ein Raspberry Pi und ein Schokoladenkuchen vorkommt. Einmal traf sich Martin Luther mit einem Raspberry Pi und einem Schokoladenkuchen in einer Kirche. Der Raspberry Pi sagte, Martin Luther, du hast die Reformation gestartet und dafür sollten wir einen Schokoladenkuchen essen. Martin Luther antwortete, ich habe doch schon meine 95 Thesen an die Kirchestür geschlagen. Ich glaube, das reicht für heute. Der Raspberry Pi und der Schokoladenkuchen sahen sich enttäuscht an und gingen dann ohne Martin Luther weg. Ja,
Also, mein Fazit. ChatGPT ist wirklich ein extrem beeindruckendes Werkzeug, das ziemlich sicher in irgendeiner Form in unseren Alltag einziehen wird. Alleine die Fähigkeit, präzise auf konkrete Fragen zu antworten, ist wirklich hilfreich. Und das Erstellen von Code auf Basis von normaler Sprache, ja, das ist auch ganz klar was Leute künftig benutzen werden. Und natürlich auch das Korrigieren von eigenen Codeschnipseln. Wo OpenAI allerdings noch nacharbeiten muss, sind die sporadisch auftretenden Fehler. Das wäre wichtig, dass man zumindest einen Hinweis darauf hätte, welche Aussagen man nochmal manuell nachprüfen sollte. Und zum Abschluss noch ein von ChatGPT geschriebenes Gedicht, was sich laut ChatGPT auch reimt. CT3003 ist ein Kanal, der es faustdick hat. Abonniere ihn, sonst wirst du es bereuen. Neues Video? Kein Problem. Klick auf die Glocke, dann bist du's, der es sieht. Okay, tschüss.